Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Ups, da ramme ich schon gleich mal gegen die Wand. So, heute starten wir hier direkt in das hier hinein. Genau hier rein. Ja, genau dort hinein. Und da müssen wir zwar erstmal raussteigen, aber ja. Der Prolog jetzt. Okay, der kommt etwas spät, der Prolog. Die Schlacht von Endor. Die Rebellenflotte nähert sich dem Todesstern. Luke Skywalker hat sich dem Imperium ergeben, um Darth Vader ein letztes Mal gegenüberzustellen. Han Solos Kommandotruppe ist auf dem Weg zum imperialen Schildgenerator auf Endor. Doch die Rebellen werden in eine Falle gelockt. Der Todesstern scheint unfertig, doch er ist bereits voll funktionstüchtig. Aus dem wartet eine tödliche Überraschung auf den furchtlosen Angriffstrupp der Rebellen. Punkt, 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 Punkt. Und ein Schwenk nach unten. Ich bin ein wenig enttäuscht. Episode 6, das Ende. Willkommen, junger Skywalker. Ich freue mich schon, deine Ausbildung abzuschließen. Bald wirst auch du mich Meister nennen. Irrt euch diesmal gewaltig. Denn ich könnte nicht mehr kehren wie einst meinen Vater. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Deine Freunde werden in eine Falle geraten, wie die Rebellenflotte. Ich habe dir gesagt, es ist gefährlich hier. Na komm, wo bleibt dein Optimismus? Hallo, hier drüben! Sucht ihr vielleicht nach mir? Dieser Lego-Humor. Das Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Ich weiß. Ich habe heute ein Let's Play von jemand anders geguckt, von einem anderen YouTuber. So. Die Szene ist in einer anderen Version, in einem anderen, in einer anderen Konsole ganz als erstes spielbar. Und danach geht es los mit Episode 7. Aber dies ist die 3DS-Version und dann ist das ein bisschen anders. Da ist das Ganze ein bisschen anders. So, jetzt haben wir ja Han Solo in Endor-Form. Noch mit braunen Haaren und schlank und rank und jung. Wie eh und je. Nicht grauhaarig und alt. Wie ein Indiana Jones. Da haben wir die junge Leia. Ne, das ist Chewbacca. Da haben wir die junge Leia. Und Chewie, der sich natürlich nach wie vor nicht verändert hat. Kein wenig. Und jetzt brauchen wir erstmal Chewie. Sie! Und... Och, der eine ist aufgeladen. Ich dachte, der steht gleich zu. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Und da brauchen wir einen von diesen...
Viechern zu. Wookie sind es nicht. Wookie sind die. Die hier. Das ist Chewbacca. Chewbacca ist ein Wookie. Oh, weil. Der ist nicht Kremlin. Explodiert dort auf dem Boden. So geht's. Ein Wicket, genau, Wicket hießen die Viecher. So. Mit dem Wicket können wir das hier aufrichten. Und dann ist der. Nein, Wicket ganz nicht. Da müssen wir Chewie mal nach oben holen. Aber dann ist der Druide dort, der Kampfdruide, der Kampfturm, ich weiß nicht, wie das sich nennt, besiegt. Und zack, wird dann die Schere genommen. Und da ist es vorbei mit ihm. So, runter geht's, da kommen wir jetzt durch. Wo bleiben die anderen? Entwickelt. Han Solo. So, weiter jetzt. Ich spiele Han Solo. Den jungen Charakter. So mag ich den doch. Oha. Jetzt muss ich schießen. Bada Peng Peng. Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Das hätte ich machen können, als der noch dort stand. Ich duck mich auch kein einziges Mal. Ich schieße einfach drauf los. Die Sturmtruppe haben sowieso nicht viel Treffsicherheit. Da haben wir R2-D2. Der C3PO muss auch nicht weit. Kann auch nicht weit sein. Jo, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ob wir nur die Schlacht auf Endor schaffen oder ob wir sogar noch in den Todesstern hineinkommen. Der liebe Luke Skywalker in jungen Jahren ist schon drinne mit Star Vader. Aber es gibt dort eine Szene, in der wir ihn auch spielen können. Oh, ein Dreier gespannt. Ich habe das Gefühl, dass wir die noch brauchen. So, hier einmal als kleiner durch. Als kleiner Wicket. So, ordentlich Münzen einsammeln. Keine verlieren. Die brauchen wir noch. Okay, sieht so aus, als könnte ich da alleine nichts durch. Dann muss erst die drei dort unten, die schwarzen dort anhören. Oh, das klingt rassistisch. Sind aber schwarz von der Hautfarbe her. Das sind die drei. Kommt mit. Ihr seid angehört. Hier durch. Kommen sie? Ja, da kommen sie. So, schiebt! Schiebt! Hilft mir schieben! Zu viert. Teamwork nennt man das. So, weiter geht's. Genug gefeiert. Feiern können wir, wenn alle Stormtrooper besiegt sind. Auf Endor. Und vorher müssen wir kämpfen. Oh, so viele Stats, so viele Stats, so viele Stats. Ich bin reich. Und geht geil. Der Spruch musste wieder sein. Hier was aufbauen. Sieht ulkig aus. Sehr mysteriös. Och, ein Baby-Druid. Ist der putzig. So, mach ihn wieder kaputt. Und die Stats einsammeln. Brauchen wir. In jeder Hinsicht. So geht's auch. Da wollen wir mal den R2. Komm her, R2. Einmal das hier aktivieren. Und dreh dich, Rädchen. So. Hier einmal. Zack. Aktiviert. So, das hätten wir. Ist open. Und jetzt? Und da kann R2 nicht drauf. Aber Chewie kann's. Perfekt.
wieder zwei, drei Stormtrooper, die natürlich wieder nicht treffen. Aber ich treffe sie mit meinen Fäusten, dass ich überhaupt so nah rankomme. Zeugt schon von ihrer Treffsicherheit. Nicht. So, das mal mit einem Touchstone kaputt gemacht. Ordentlich Lego-Steine zusammengebaut. Und okay, wir haben eine imperiale Flagge zusammengebaut. Ist das eine imperiale Flagge? Sieht, glaube ich, nach einer des Widerstands aus. Könnte auch eine des Widerstands sein. So sicher bin ich mir da nicht. Oh, cool. Wir können das Gerät steuern. Können wir auch schießen? Ja, wir können auch schießen. Nice. Stirbt, Stormtrooper. Die Brücke werden wir nicht einreißen, da ist die 3PO oben drauf. Nice. Wollte ich schon immer mal steuern. So ein wackeliges Teil. Und das noch. Zack, 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 dort drauf. Und der Weg ist nicht mehr versperrt, er ist frei. Was machen die Wickets dort? Versuchen ihn aufzuhalten. So, ihr seid des Todes. Die kleinen Fratze, könnt ihr gar nichts gegen mich ausrichten. Oh, ein großer. Den habe ich auch erledigt. Skill. So, da ist noch einer von der Sorte. Den kriegen wir natürlich auch noch. Tja, Game over, würde ich sagen. Jetzt geht's zu Fuß weiter, oder was? Ah, da sind Wicket, Han und, Wicket, Leia und Chewbacca. Hier noch die Satz einsammeln. Und zieh, Leia, zieh! So, haben wir, hätten wir. Das ist, wie gesagt, noch nicht der freie Spielmodus. Da werden wir wahrscheinlich auch noch mal im freien Spiel durchrasen. Alles nach seiner Reihenfolge, wie es sich gehört. Erstmal den Story-Modus wirklich abschließen. Noch ein paar Level erwarten uns hier, ein paar inoffizielle Level, die nicht wirklich zum Story-Modus hinzugehören. Aber doch irgendwie, den Story-Modus haben wir im letzten Part abgeschlossen. Aber diese Level sind noch zusätzliche Levels, sozusagen DLCs, aber auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Nennen wir es DLCs, könnten DLCs sein. Weg der Chewie! Explodiert gleich. Oha. Die Sachen dort hinten, kann ich die explodieren lassen? Nein, kann ich nicht. Aber die kann ich komplett im Stehen abschießen. Brauch keine Angst zu haben, dass mir irgendwas passiert. Dass ich irgendwie erschossen würde oder so. Selbst der große Typ da oben. Trifft mich nicht. So. Da mal durch, da können wir hier von oben was. Oha. Ach, da brauchen wir Hand für. Kann ich dich hier kaputt machen? Jupp, da saß noch einer drauf, aber gut, der ist einfach verschwunden. Ding, 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 der Ringkampf. Kam sogar ein Boxhandschuh raus. Den hätten wir. So, jetzt brauchen wir mal Han Solo hier oben. Wie bringen wir den hier hoch? Hm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht im freien Spielmodus. Vielleicht können wir das erst im freien Spielmodus machen. Ja, so sieht's aus. Ja, der hat einen Bogen. Wusste ich noch nicht. So, jetzt können wir hier durch. Hier können wir was bauen. Muss mal Chewie ran. Bau mal Chewie. Bau. Bau etwas.
Du bist ein wahrer Meisterbilder. Meisterbauer. Entweder Master Builders oder Meisterbauer. Beides geht nicht. Oh, Helmrätsel. Hier gibt's ein Schwein. Passt. Ich meine, das passt. Ist doch richtig so, oder? Gesichtserkennung. Nicht? Ich dachte, so komme ich da rein. Dann muss ich wohl diesen Hut hier nehmen. Ja. Nur so wird's gehen. Nicht? Naja, dann musst du mal hier rein. Vielleicht geht das hier. Was, das soll funktionieren? Glaube ich nicht. Aber das funktioniert. Jo. Jetzt hat sie noch die grüne Mütze auf. Na, nice. Alles klar, Commander. Die Rebellen ziehen sich in die Wälder zurück. Wir brauchen Verstärkung, um sie zu verfolgen. Hintere Tür öffnen. Das ist eine gute Verkleidung. Eine Wicket. Han Solo, Endor. Prinzessin Leia, Endor. Sturmtruppler, klassisch. Und das war's. Bis jetzt zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Auch du, genau wie dein Vater, gehörst jetzt mir. Nö. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Lass deine Aggressionen freien Lauf. Ich kämpfe nicht mit dir, Vater. Ganz wie du willst, Jedi. Wenn ich was sagen darf. Nö. Ich werde kein Sith werden. Nein. Luke Skywalker wird kein Sith. Sith. S-I-F. Genau so. Hier ist schon einer. So. Jetzt kriegst du eins in der Kralle. Zack, zack. So besiegt man einen Imperator. Merkt's euch. Oha, so auf jeden Fall nicht. Da hat er mich. So, das noch. Da kriegst du eins mit der linken Kralle. Zack, am Bein. Angreifen mit den Laserschwertern können wir ihn noch nicht, oder? Au, Kacke, er kann sie auch benutzen. So ein Mist. Nee, er kann sie nicht benutzen, aber... Er kann sie zerstören. Oha, mehr von diesen roten Wächtern. Mist, jetzt habe ich schon wieder zerstört. Wo bin ich? Ach, haben sie mich. Haben sie mich zerstört. So, dann baue ich hier mal wieder auf. Dankeschön. So. Lass fliegen. So, ein X-Wing. Ein kleines Mini-X-Wing. Oha, die Hälfte der KP schon zerstört. Abgezogen. So, und hier haben wir einen T-Jäger. Dafür braucht man allerdings die dunkle Macht von Darth Vader. Darth Vader, lass das Teil fliegen. Das macht ordentlich Lärm, wie immer. Aber solange es dem Imperator schadet, kann es ruhig Lärm machen. Erst jetzt, da sein Ende naht, hast du die Dinge erkannt. Der ist wirklich ein zäher Gegner, muss ich sagen.
Hier, wirf das Laserschwert. Naja, ein Laserschwert sollte man eigentlich nicht werfen, aber gut. Wenn es hilft. So. Oha, ich habe gar nicht dran gedacht, das zu sammeln. Na, dann wird wohl was fürs Beispiel. Hier ein BB-8-Sache. Ein freies Spiel, ich komme. So, nicht im nächsten Part. Das werden wir dann zu gegebener Zeit machen. So, da ist noch was. Sie. Und wieso geht das nicht? Na, zack, zack. Die Macht ist stark in meiner Familie. So. Das sieht gut aus. Können wir das noch bewegen? Los. Sieh. Die Macht ist mit dir. So, da haben wir ihn. Nein! Lass Luke in Ruhe! Ich bin sein Vater! Attacke! Ah, Attacke, genau! Ah, Attacke! Was genau? Da stehen zwei Befehle. Ich bewege das Schiebepad und das. Ich weiß nicht, was das Schiebepad helfen soll, aber gut. Wir fliegen über Bord. Ach nö. Lego Humor. Ich liebe den. Mein Sohn. Nein, ich muss dich retten. Das hast du bereits getan, Luke. Da ist er tot. Reflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Generalreaktor. Gruppe Gold, alle Kämpfer folgt mir. Nice, ein Fluglevel. Wie geil. Oha, jetzt bin ich fast selbst dagegen, ja. Ein Tod. Wieso dich auch noch? Oha. Wie sehe ich denn gar nicht? Was bin ich denn für ein Schwachkopf? Tut die ganze Zeit die falsche Taste. Jetzt schieße ich. So, das macht immer nicht mehr Arm. So muss man schießen. Raus. So geht's auch viel effektiver. Da sind Feinde aushalten. Oha, hinter mir. Ich kann aber nicht hinter mir schießen. So ein Mist. Was soll ich jetzt tun? Den Gipf ist es schon. Da ist er. Das Plasma füllt und den Generator lässt keinen Torpedo durch. Du musst zuerst den Energieregler darüber außer Kraft setzen. Die hier. Die Teile. Gipf 1 von 3. Ich habe nur 2 gesehen. Achso, da ist der dritte. Attacke. Und was bin ich dagegen?
und fliege mit ihm in die Luft. Den Generator zerstören, zusammengefunden. Und dreien haben wir schon. Dann können wir den Generator aktivieren. Oder genauer gesagt deaktivieren. So, ach, schau. Zerstöre alle Schildplatten um den Generator herum. Wird gemacht. Ich zerstöre alle Schildplatten um den Generator herum. Bin dabei. Das sind nicht 95%, aber egal. Ich hab's geschafft. Und jetzt diese Viecher oben und unten ausschalten. Mit diesen Raketen. Jetzt erfasst den Generator als Ziel und schieß. Gute Arbeit, General. Jo. Die Energie sind da nur aus. Erkennbare Schwankungen aus. Weiter schießen. Unten. Habe ich überhaupt noch eine? Nein, habe ich nicht. Muss mir erstmal eine von den Tigern holen. Jo, jetzt habe ich was. Eine Munition. Verdammt, habe ich so verschenkt oder was? Den habe ich noch nicht. So, kaputt. Er fliegt in die Luft. Bin schon auf dem Weg raus. Oh, eine generelle Abbaufigur. Auf dem Sitz. Ja, süß. Denn liebe Figur. Ja. Na, das Fest, das Lebensfest. Der Wickets. Stormtrooper als Trommeln. Luke. Ah, da ist Anakin. Yoda und... Wie ist Obi-Wan Kenobi? Okay, sind wir jetzt wieder hier? Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht's weiter. In diesem Part haben wir jetzt das hier abgehakt. Diese Levelplatte haben wir geschafft. Also zumindest im Story-Modus, freies Spiel, da müssen wir wohl nochmal rein und uns da noch das ein oder andere extra sammeln. Im nächsten Part geht's hier weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, bis dahin und haut rein.